Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Runde hier mit dem Solo-Turnier. Ganz komischer Einstieg. Ich frage mich gerade, was ich da geredet habe. Es gibt heute wieder ein neues Solo-Turnier. Und zwar ein 15-Euro-Turnier. Wir sind jetzt mitten im Finale, haben heute ein neues System ausprobiert. Und durch dieses neue System sind nur noch drei Brawler erlaubt und werden jetzt eigentlich nur einen Brawler sehen, wahrscheinlich. Die drei Runden. Oh. Wir sehen echt nur einen Brawler. Oh nein, doch nicht. Okay. Wir haben nämlich die drei Brawler Boko, Dynamike und Tick. Und wir sehen echt Bokos mehr als Ticks. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Casten. Und sehen hier mal, in der Mitte werden sich die ersten Cubes gegönnt. Eble ist da mit zwei. Juju oder Chuchu auch mit zwei. Und auch SY mit 2, der jetzt aber schon mal im Sandwich schon viel nässt, kann sich aber nochmal hochhealen. Das wird ein Heal-Battle, Leute, bis zum Schluss. So, da haben wir Vanya, Nidio, Ebles, Schlemmi haben wir hier, Kralle, Stefan, um mal so alle durchzugehen, Tim der King, Eggy, das sind nämlich so alle Spieler. Und jetzt geht auch der erste Down. SY, hey Simon heißt er genauer gesagt, geht hier down. Als erster. Aber die Bokos leben noch. Natürlich jetzt vielleicht auch eine Ult zu haben, schon mal gut. Da kann man sich notfalls hochhealen, falls man im Sandwich ist. Ich stelle mir jetzt ein bisschen im Sandwich da von zwei Seiten, aber auch Kralle. Muss ich da rausfinden, stelle mir jetzt sehr One-Shot. Kralle geht down. Das ging schnell, auch Stefan. Bereits down jetzt. Schlimm, wie das der im Sandwich verhält, nur mit einem Cube unterwegs. Das ist halt nicht viel, leider. Eggy auch down. So, mit noch 5 am Leben da. Der Dynamite klebt noch immer. Der muss natürlich aufpassen, der kann sich halt nicht so einfach hochhealen. Und jetzt ist auch Juju da sehr in der Ecke. Mit einer guten Ult von Tim der King. Und Juju steht. Oh, Juju ist da genau in der Mitte und Juju geht jetzt auch down. Keine Chance mehr gehabt, da rauszukommen. 3 und 4 Cubes da und auch 3 und 2, also sehr ausgeglichen, scheint es mir. Ja, dann macht die Runde gewinnt, wäre natürlich sehr krass, aber ich glaube, das hat da keine Chance dafür. Weniger HP und auch schlechtere Heal. Jetzt stehen die da 3 doch schon fast zusammen. Eblis bekommt auch einen Hit. Aber die überleben das alle noch und somit geht Tim der King auch down, dass er keine Chance hat, war eigentlich auch zu erwarten. Und jetzt auch Schlemmi down und jetzt kommt es zum epischen Battle der Healing Star Power und Gadgets. Ebles gegen Vanya Nidhiu. Wer hat längeren Heal, wer hat den besseren Heal? Der Nyx hat den Heal und ich glaube, das wird Sakaran gewinnen, da er den Heal vorher bekommt. Ja, Sakaran gewinnt die erste Runde gegen Ebles. Schönes Duell, wie ich finde. Dieses Boku-Duell am Ende. Gefällt mir. So. Wir warten ab. In Runde Nummer 2 geht es auf Team Map. Ich muss mal kurz nachsehen. Das wird die Map sein. Doppelter Ärger, ja. Doppelter Ärger. Da natürlich wahrscheinlich auch eher Boko. Denke ich mir halt zumindest, dass die Boko spielen, da jetzt auch in der ersten Runde sehr viel Boko gespielt haben. Aber mal schauen. Ich denke, Boko und Tick werden so die zwei Brawler sein, die sehr viel gespielt werden. Dynamike wundert mich, dass der überhaupt gespielt wurde in der ersten Runde. Und sie gehen rein in die zweite. Wir sehen schon die ersten Ticks. Aber auch Boko, Tick, Tick, Tick. Boko, Boko. Also doch, wie gesagt, sehr, sehr ausgeglichen. Wie es scheint. Dann nur noch 8 Leute in der Lobby sind. Ist wahrscheinlich SY auch gleich gelieft nach der ersten Runde. Ja, so schaut's aus. Hat er auch keine Lust mehr. So, jetzt bin ich gespannt, ob Boko oder Tick die bessere Wahl ist. Ich glaube, mit der Ult von Tick kannst du schon viel machen. Da ist auch Vanya Nidhiu schon sehr low. Vanya Nidhiu, nur mit 300 HP und geht auch gleich down. Oh, das kam überraschend.
Und das ging auch sehr, sehr schnell. Hatte da keine Chance mehr hochzuheilen. Und geht down. Wir haben Ticks, aber nur zwei, die sich getraut haben. Sonst ist wieder alles nur Bokus unterwegs. Aber zwei Ticks haben sich da getraut. Und ich glaube, die werden das untereinander ausmachen am Ende. Auch gegen Kralle da schon. Mit so vielen Hits. Der muss die Ult jetzt setzen. Ist jetzt halt ein bisschen im Sandwich. Und geht down. Eples und Kralle gehen da down. Eples da sogar noch davor down gegangen, als ich das gesehen habe. Meine Augen da jetzt alles gesehen haben, ging das sogar noch davor down. So, jetzt ist die Frage, also ein Tick klebt noch, sonst haben wir nur noch Boko Schlemm, ein bisschen im Boko Sandwich jetzt. Der versucht sich jetzt da Richtung Tick zu orientieren. Tick-Bombe kommt. Oh, jetzt ist der Tick natürlich ganz blöder Spot. Tick wird down gehen. Jawohl. Hat da keine Chance mehr. Somit heißt es wieder ein Boko-Duell bis zum Ende. Wer hielt sich länger hoch? Wer hat vielleicht auch mehr Cubes? Aber da sind wir alle mit 4 bis auf Stefan, der hat nur 2. Er geht jetzt da ein bisschen im Sandwich. Versuchen hier wieder rauszukommen. Hielt sich da auch gleich mit Gadget hoch und mit Ult. Aber trotzdem immer noch im Sandwich. Hat eine blöde Bossi. Schlemmi verfolgt ihn da auf Schritt und Tritt. Jetzt ist Eggy schon sehr, sehr low. Und Eggy wird das nicht mehr lange halten. Nein, Eggy geht da down, war wirklich im Sandwich. Jetzt ist gespannt, wer geht auf wen. Vielleicht auf den mit 5 Cubes gehen. Aber ich glaube, die gehen eher auf Schlemmi. Die fokussieren sich komplett auf Schlemmi. Und der geht auch als nächstes down. Mit den 8 Punkten. Und jetzt kommt es zum Heal-Battle, aber ich glaube, das gewinnt Team Da King locker. Stefan hat da keine Chance. Jawohl. Und Team Da King gewinnt somit die zweite Runde. So, wird alles noch ausgeglichen. Wir haben damit Vanya Need You, mit Schlemmi, mit Team Da King, auch mit Stefan, mit Eples, noch Leute, die 13, 16, 17 Punkte haben. Und alle noch die Chance auf den Sieg haben. Also, das ist noch gar nichts. So, jetzt bin ich gespannt. Letzte Runde. Auf der Map war, ich weiß gar nicht, wer Map jetzt dran kommt. Ich glaube, es ist. Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall eine neuere Map, glaube ich. Es ist Sturmebene. Okay, nee, das ist eigentlich auch eine alte Map. Und auf Sturmebene, da müssten wir nicht nur Werfer sehen. Da bin ich mir sicher, dass wir da viele Werfer sehen. Die Map ist ja dafür eigentlich praktisch gemacht. Und ich denke mal, dass da jetzt sehr viele Werfer auf uns zukommen. So, sind wir im Menü. Nur kurz mal zur Tabelle. Schlemmi mit 16 Punkten, zweiter. Und Tim Da King führt mit 17 Punkten. Aber wir haben da drei Leute mit 13 Punkten. Mit Vanya Need You, Eples und Stefan. Und auch Eggy und Juju können mit 12 Punkten noch locker mithalten. Nur abgeschlagen ist MVP Kalle mit 8 und SY mit 2. Der hat aber auch gequittet bereits. Und wir gehen rein in die letzte Runde. Rein ins entscheidende Game. So, wir sehen natürlich viele Ticks, das ist klar. Mal schauen, was sich Dynamite da oben. Dynamite aktuell Eggy, Team Da King. Oh, und oh, Boko von Schlemmi. Auch interessant. Juju holt sich auf jeden Fall schon mal drei Cubes. Eblas mit zwei. Und ich glaube auch, Ticky ist gegen Dynamite stärker. Ja, mal schauen. Alles noch relativ ausgeglichen. Eples holt sich jetzt auch mal den dritten. Juju bereits mit 4 Cubes. Das ist kein schlechter Start für ihn. Mit 12 Punkten muss er aber auch alles reinhauen, um dann auch Preisgeld mitzunehmen. Stefan low da oben. Ist nicht gut für Stefan, hat 13 Punkte. Kann sich da aber nochmal rausretten. Außer MVP Kralle haben alle noch die Chance, das Ding zu gewinnen. Juju lässt sich hitten, macht das geschickt, weiß, dass das nicht passiert, dass nichts passiert. Er weiß auch, dass er sich aufhalten kann. Vanya Need You jetzt One-Shot. Low, aber Eggy trifft ihn nicht. Jetzt ist er raus im Sandwich. Da kommt die Tickbombe gegen Stefan. Stefan, One-Shot.
Und Stefan holt ihn. Stefan holt Vanya Need You und somit ist er raus. Stefan auch down. Stefan hat auch keine Chance mehr. Geht hier down. Und immer noch lebt da Schlemmi. Oh, Eggie geht down. Oh, bitter für ihn. Der war ja auch noch gut unterwegs. Aber jetzt auch keine Chance mehr. Und MVP Kralle ist auch raus. Und somit heißt das, dass Tinder King und Schlemmi sich untereinander ausmachen. Und Tinder King geht jetzt down. Das ist gar nicht gut für ihn. Denn somit, wenn Schlemmi jetzt Zweiter wird, hat er gewonnen. Wenn Schlemmi jetzt Zweiter wird, dann der wird Zweiter. Denn Eples geht down. Mit 8 Punkten. Das bedeutet, Schlemmi hat das Ganze am Ende für sich entschieden. Der lässt da nichts mehr anbrennen. Muss auch gar nicht mehr, denn er wird mehr Punkte haben als der Rest. Und hat es gewonnen. Er weiß es zwar noch nicht, aber er hat es auf jeden Fall geschafft. Wird wahrscheinlich jetzt nochmal down gehen oder holt er ihn noch. Das wäre natürlich krass. 390 KP, 1200. Nee. Juri macht das gut und holt sich die letzte Runde. Aber am Ende gewinnt trotzdem Nova, Ei, Schlemmi das Ganze. Nova, Schlemmi ja nicht nur. Oder habe ich jetzt Ei gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit einem Punkt Vorsprung vor Tim da King. Dritter wird dann Juju, vierter Eples. Und auf Platz Nummer 5 dann mit 17 Punkten Eggy und Stefan gleich auf. Es war auf jeden Fall ein spannendes Finale. Mir hat es sehr gut gefallen am Ende. Spannung war drin. Und ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Ciao.